Ja, bei mir, ich denke, ein sehr stolzer Vorsitzender des SV Verschweiler. Gernot, wie hast du das Spiel hier gesehen, das Event gesehen? Ja. Ein ganz tolles Event vor ziemlich vielen Zuschauern. Schade, dass das Wetter nicht so richtig mitgespielt hat, aber trotzdem, wir können noch sehr zufrieden sein. Wir hatten Glück und Unglück. Das Wetter war immer noch hervorragend. Ich denke, wir hatten 450 Zuschauer hier. Ein tolles Event und eine herrliche Spendensumme von 25.000 Euro für die Villa. Wie viel Aufwand war das? Ihr habt ja nicht erst gestern angefangen zu organisieren. Also nee, es war sehr, sehr viel Aufwand, Andreas. Aber das hat sich gelohnt, wenn man die Summe von 25.000 sieht. Da war keine Minute, war zu viel geopfert. Wie kann man das doch toppen? Hat Gladbach jetzt hier die Traditionsmannschaft, die Lotto 11, muss nicht der Anspruch sein, aber hat man sowas im Hinterkopf, was man vielleicht in den nächsten 1, 2, 3 Jahren noch machen könnte hier in Verschweiler? Auf jeden Fall, das hier wird nicht das letzte Event sein. Lasst euch überraschen, ein nächstes Event kommt.